Haben wir den Gipfel der Konjunktur der Wirtschaftserholung nach Corona erreicht und schon überschritten? Gilt das auch für die Inflation? Die Märkte zumindest, die signalisieren das. Wir sehen, dass die Deflationsassets, die Tech-Werte, wieder mal deutlich zulegen, während Value, also das, was eigentlich besonders profitieren sollte, von einer Eröffnung der Wirtschaft, von der anziehenden massiven Nachfrage der Verbraucher, das läuft nicht gut. Wir sehen fallende Staatsanleiherenditen, wir sehen Sorgen über die Delta-Variante beim Coronavirus. Das lässt die Aktienmärkte kalt, die Anleihemärkte spielen das, die Aktienmärkte spielen es in einzelnen Branchen. Reisewerte sind unter Druck. Andere Dinge, die mit eben bestimmten Branchen zu tun haben, Energie zum Beispiel, da spielt man auch die Karte. Oh, das könnte wieder dazu führen, dass weniger Energie gebraucht wird. Und Tech hussiert, als gäbe es kein Morgen. Wie passt das zusammen? Sind wir da schon jetzt in einem Zustand, wo im Grunde der Hochpunkt überschritten ist und jetzt geht es wieder bergab, nachdem der Stimulus in den USA ausgezahlt wurde, nachdem massiv Gelder in die Märkte gepumpt wurden und jetzt eben die Zeit ist, dass wieder dieses alte Muster zurückkehrt, das wir in Corona gesehen haben, nämlich dass vor allem die Wachstumswerte hier zulegen können, während die sogenannten Value-Aktien, die ja oft gar kein Value sind, eben schwächeln. Schauen wir uns die ganze Geschichte mal an und da sehen wir gestern anhand zunächst mal der Performance der Indizes, sehen wir der Dow fast ein halbes Prozent im Minus, der S&P leicht im Plus. Da waren wieder mal Sektoren wie Technology, die sehr stark gewichtet sind, die hier getrieben haben. Das hat dem Nasdaq natürlich gut getan. Nasdaq 100 plus 1,52%, plus 1,25%. Wir sehen die Small Caps 1% verloren. Die sind sehr binnenkonjunkturlastig und wir sehen, der VIX hat auch zugelegt. Also ein sehr, sehr gemischtes Bild. Vor allem Tech zieht die Märkte aus dem Sumpf, wenn man so will. Zieht die Indizes aus dem Sumpf, ohne Tech würde es deutlich schlechter aussehen, also da ist irgendwas im Busch und hier sagt zum Beispiel ein Analysehaus, wir sehen, dass also Growth jetzt wieder deutlich Value outperformt, da sind wir bei 700 Basispunkten in Sachen Growth zu Value, hier beim Russell Index und wir glauben, dass Tech-Stocks weiter besser laufen werden, weil wir eben glauben, dass wir die Peak alles Situation erreicht haben, also Peak Inflation, Peak Stimulus, Peak Wirtschaftsentwicklung, all das ist erreicht, jetzt geht es eben wieder in die andere Richtung und da ist man der Auffassung, dass Tech-Aktien also jetzt das sind, was letztendlich wieder gut laufen wird. Wir werden sehen, ob das so ist, aber es ist auffällig, dass die Märkte dieses Signal derzeit geben. Schauen wir mal gestern, wie es gelaufen ist. Growth gegen Value. Value gleich nach unten abgeschmiert zur Handelseröffnung in den USA, während Growth gleich richtig schön nach oben geditscht ist. Also da ist letztendlich wieder das Muster. Gleich geht es entweder nach oben oder nach unten und dann passiert nicht mehr so wahnsinnig viel. Das ist ein Muster, das wir immer wieder an der Wall Street sehen. Ich hatte Charts gezeigt, die belegen, dass die eigentliche Action außerhalb der Kassazeit in New York passiert, also dass die maßgeblichen Bewegungen eigentlich schon passiert sind, bevor dann die Wall Street eröffnet. Gestern Tech natürlich der große Gewinner, weil die Renditen gestiegen sind, weil Tech eben jetzt wieder irgendwie gesucht wird und weil Facebook ein Monopolverfahren gewonnen hat gegen die FTC, also gegen praktisch die Kartellbehörde in den USA und das hat Facebook 4% nach oben gebracht, jetzt auch über eine Billion wert, jetzt also auch in dem Billionenclub, zu dem ja Amazon, Google, Apple und Microsoft bereits gehören, Apple und Microsoft beide über 2 Billionen, also schon sportlich, was da der Fall ist. Wir sehen hier diese parabolischen Charts der letzten Jahre. Und dabei hat Apple ja eigentlich nicht so wirklich viel dazu gewonnen an Umsatz wie auch an Gewinn. Das ist relativ stagnierend, macht aber nichts. Die Aktie kann trotzdem weiter zulegen, allerdings auch hier wenig Dynamik eigentlich bei Apple so in letzter Zeit. Aber dann kommt eben so ein Nachzügler wie Facebook, die übrigens in der Zielgruppe unter 25 überhaupt keine Rolle spielen. Meine Söhne Facebook, was ist das? Das ist alter Scheiß, das interessiert keinen. Die sind in ganz anderen Kanälen unterwegs. Also das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das Zukunftsmedium, möchte man vermuten. Zumindest die Generation, die nach uns kommt, die wird wahrscheinlich Facebook gar nicht mehr kennen. Aber sei es drum, man freut sich über diese Gewinne jetzt ermöglicht durch das Scheitern dieses Kartellverfahrens. Und dann gestern
War ja klar, die Fed hat einen Stresstest gemacht und alle Banken sind durchgekommen. Was für eine grandiose Überraschung, damit hat ja keiner rechnen können. Jetzt passiert das, womit auch keiner rechnen kann, nämlich dass die Banken ihre Dividende und ihre Buybacks deutlich erhöhen. Sowohl JP Morgan als auch Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup unmittelbar dann das verkündet, wir erhöhen, wir machen, wir tun. Das hat dann die Aktionäre gefreut, obwohl damit eigentlich zu rechnen war, Bankaktien dann im späten Handel deutlich im Plus oder sind deutlich besser dann wieder gelaufen. Also das ist sehr, sehr vorhersehbar gewesen. Die Aktien sind dann trotzdem gestiegen, obwohl es vorhersehbar war. Und das haben trotzdem offenkundig einige nicht vorhergesehen, denn wir haben jetzt in der letzten Woche die größten Abflüsse aus Finanzwerten, aus Bankaktien vor allem gehabt, seit dem März 2020. Timing war jetzt hier nicht so gut. Also Tech, der große Gewinner, Value, der Verlierer ein Stück weit. Financials haben sich dann erholt, also die Finanzwerte haben sich erholt, aber insgesamt zeigt sich ein schlechtes Bild, ein fast schon miserables Bild der internen Strukturen. Hier sehen wir die Advanced Decline Linie, praktisch die Anzahl der Aktien, die steigen in Relation zu denen, die fallen. Und wir sehen, es sind deutlich mehr Aktien wieder gestern gefallen, obwohl wir ein S&P Allzeithoch hatten, obwohl wir den Nasdaq auf Allzeithoch hatten, sind gestern wieder deutlich mehr Aktien gefallen als gestiegen. Das ist schon sehr außergewöhnlich und hier sehen wir, dass der Breadth, also die Marktbreite, nicht wirklich vorhanden ist. Die Aktien im S&P 500, die über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln, sind zwar jetzt ein bisschen gestiegen, aber im Grunde sind wir seit März hier mit einer Divergenz am Start, mit einem Auseinanderklaffen zwischen dem S&P 500, der einfach weiter steigt, und der Marktbreite, die tendenziell weiter gefallen ist, die sich jetzt ein bisschen erholt. Wir sehen, dass keine 380 Aktien im S&P 500 angesichts des Allzeithochs des Leitindex über ihrer 50-Tageslinie handeln, praktisch im Aufwärtstrend sind damit. Also marktschwere Titel sind es, die wieder mal hier die Indizes nach oben ziehen. Und Sentiment Trader hat sich das mal angeschaut. In den letzten 93 Jahren ist eine solche schwache Marktbreite bei Allzeithochs genau sechsmal passiert zwischen 1929 und 1999, und sechsmal ging es dann nach unten. Das muss diesmal nicht so sein, aber es ist zumindest eine Beobachtung, dass diese innere Schwäche, die wir hier sehen, die kaschiert wird durch die Indizes, die auf neue Allzeithochs steigen, schon ein Punkt sind. Vielleicht ist da etwas im Busch. Eigentlich kann ja nichts im Busch sein, denken sich die Märkte. Die Complacency ist groß, die Fed wird lange zuwarten. Ansonsten ist doch auch alles schick. Was soll denn passieren? Aber möglicherweise passiert was. Wir wollen mal schauen, was passiert. Aber zunächst mal der Hinweis: über die letzten 20 Jahre war jetzt die kommenden zwei Wochen die beste saisonale Zeit für die Märkte in den USA. Der S&P hat durchschnittlich nach dem Schlusskurs am 29.06. 2,15% gewonnen. Das ist die stärkste Zwei-Wochen-Periode des ganzen Jahres. Also sehr gut möglich, dass das erstmal jetzt weitergeht, zumal wir Quartalsende haben. Da ist dann Window Dressing angesagt. Dann kommt zum neuen Quartal, zum neuen Monat wieder frisches Geld rein. Über ETFs, über Fonds, da wird wieder frisch in den Markt investiert. Also sehr gut möglich, dass wir jetzt erstmal weiter steigende Kurse sehen. Aber übergeordnet sehen wir eben so bestimmte innere Schwäche, die vielleicht damit zu tun hat, dass wir jetzt eben diese Delta-Variante auf dem Vormarsch haben. Hier sehen wir mal die UK-Cases und die Briten sind ja deutlich mehr geimpft als wir. Dennoch gehen die Zahlen nach oben, auch die Hospitalisierungen gehen nach oben. Die Zahlen etwa auch in Israel, wo ja eine extrem gute Impfquote ist, gehen auch nach oben, zumindest was die Daily Cases betrifft. Da sind die Hospitalisierungen nicht so stark gestiegen. Aber wir haben jetzt das Problem, die Leute wollen jetzt verreisen. Ich höre aus kundigen Leuten, die direkt dran sind, dass viele zum Beispiel in den Betrieben sich nicht mehr impfen lassen wollen, weil sie sagen, dann muss ich ja sozusagen im Urlaub zur nächsten Impfung, da will ich aber gar nicht in Deutschland sein. Also lass ich das mal und lass mich nach dem Urlaub oder gar nicht impfen. Dann werden wir die Reiserückkehrer haben. Letztes Jahr war genau das eines der Themen, das dann die Herbstwelle ausgelöst hat. Also vielleicht sehen wir hier schon so ein bisschen eine Vorahnung des Marktes, dass wir mit Corona doch irgendwie wieder zu tun haben werden. Klar, wir sehen eine deutlich geringere Rate an Hospitalisierungen auch in den Ländern, als wo die Delta-Variante passiert. Aber es könnte eben doch sein, dass wir dann bestimmte Restriktionen wieder vergegenwärtigen müssen, dann wieder Wirtschaftsbereiche schließen müssen, Value-Sektoren wieder betroffen sind. Und wir sehen hier auch, dass diese Furcht vor
der Delta-Variante sich zumindest auch an den Anleihemärkten niederschlägt. Die 10-jährige US-Staatsanleihe jetzt wieder deutlich unter 1,50%. Spricht ja auch nicht für grandioses Wirtschaftswachstum und Inflation. Gut, die Anleihemärkte sind natürlich durch die Fed und andere schön manipuliert, gar keine Frage. Und das ist ja kein freier Markt mehr, aber dennoch könnte das ein Signal sein, dass da irgendwas im Busch ist, dass da möglicherweise dieser Boom schon wieder vorbei ist, bevor er richtig angefangen hat. Und Boom ist vielleicht das Stichwort auch für meine beste Freundin Cathy Wood, die ja zuletzt zulegen konnte in ihrer Performance. Wir haben gesehen, dass die vor allem die unprofitablen Tech-Unternehmen nach oben gespült wurden in den letzten Wochen. Das ist dann sehr gut für eine Cathy Wood, die ja diese Werte gerne und viel im Depot hat. Jetzt will sie ein neues Bitcoin-ETF auflegen, hat das beantragt. Die SEC, die Börsenaufsicht in den USA, die hat bisher bestehende Anträge nicht wirklich bearbeitet, genehmigt, durchgewunken. Also viel Glück, Cathy. Mal schauen, ob sie mehr Erfolg hat. Jedenfalls will sie sozusagen hier aktiv werden. Und jetzt ist die Hoffnung bei den Bitcoinern groß, dass die 30.000 gehalten hat. Wir haben unterschiedliche Meldungen über Coinbase, über Binance, die sozusagen in UK Schwierigkeiten haben regulatorisch. Coinbase hat jetzt die erste Stufe einer Zulassung in Deutschland erstmal erreicht, erstes Land in Europa. Also hier gemixte Signale, die Kryptos haben sich wieder erholt, vor allem Ethereum hat sich wieder erholt, Ether, während Bitcoin jetzt so ein bisschen stagniert an der 34.000er Marke. Aber Cathy Wood nutzt eben jetzt die Chance, die sich da bietet, durch Anstieg der unprofitablen Tech-Unternehmen. Das ist so ein bisschen das alte Muster, das wir auch aus Corona kannten. Da ist alles, was irgendwie Zukunftsversprechen hat, aber die nicht einlöst, wird trotzdem gekauft. Egal, wir sehen also jetzt hier wieder die alten Muster an den Märkten. Was sagt uns das? Das ist die große Frage. Heute Abend ja Fußball um 18 Uhr, meine Damen und Herren. Ich will das Spiel Deutschland gegen England sehen. Deswegen wird das Marktgeflüster spätestens um 18 Uhr online sein. Nur ein kleiner Hinweis, also heute das Marktgeflüster früher. Und wir schauen mal, was uns die Märkte heute flüstern. Ob es weitergeht mit dieser Tech-Out-Performance, was Value macht, ob wir jetzt in diese saisonal extrem günstige Phase eintauchen und irgendwann vielleicht auch mal die Marktbreite nachzieht. We will see. Jetzt einen guten Start in diesen Tag. Und ich sage Servus und Ciao.